Ma colère sera terrible. Was auch immer du sagst, es stimmt nicht. Außer er sagt, ich bin ein cooler Typ. Dann hat er natürlich recht. Aber, naja. Ach ja. Ich meine, wenn ich nicht so faul wäre, dann würde ich das ja auch vielleicht mal irgendwie so einen Kill-Counter in meine Videos einbauen. Aber Post-Production ist immer so stressig. Und hier einen Kill-Counter einbauen, da muss ich ja in jeder Folge... Ja. Okay. Ich weiß Bescheid. Kommt nicht näher. Haltet ein. Ich überbringe eine Botschaft, keinen Stahl. Ach, deswegen habe ich die ganzen Leute umgebracht. Ich überbringe eine Botschaft. Klar. Nein, ihr missversteht. Al-Mualem sandte mich, nicht Salah al-Din. Ein Assassine? Was hat das zu bedeuten? Und sputet euch! Es gibt einen Verräter in eurer Mitte. Er hat euch gedungen, mich zu meucheln? Und euch daran zu weiden, bevor ihr zustoßt? Ich bin kein so leichtes Opfer. Nicht ihr seid mein Ziel. Er ist es. Dann sprecht, dass ich mir ein Urteil bilde. Wer ist der Verräter? Robert de Sable. Mein Adjutant. Er sind auf Verrat. Uncool. Ihr findet dafür andere Worte. Jetzt bist du tot. Ihr sind auf Rache gegen eure Leute für das Übel, das ihr den Akkon angerichtet habt. Und ich neige dazu, ihn zu unterstützen. Einige meiner besten Männer wurden von euch ermordet. Ich war es, der sie tötete, und aus gutem Grund. Hört mich an. Wilhelm von Montferrat. Er wollte Akkon mit seinen Truppen erobern. Garnier von Nablus. Er setzte seine Fertigkeiten ein, um andere zu indoktrinieren und manipulieren. Siebrand. Er wollte den Hafen blockieren, euch vom Nachschub aus eurer Heimat abzuschneiden. Sie haben euch betrogen und sie erhielten ihre Befehle von Robert. Erwartet ihr, dass ich euren Worten Glauben schenke? Ihr kanntet diese Männer besser als ich. Seid ihr ernstlich überrascht, von ihren üblen Absichten zu erfahren? Ist das wahr? Mein Lenzherr, der Mann ist ein Assassin. Diese Kreaturen sind Meister der Manipulation. Natürlich ist es nicht wahr. Ich habe keinerlei Grund zu lügen. Und doch tut ihr es. Fürchtet ihr etwa um eure kostbare Festung? Kann sie der gemeinsamen Macht der Sarazenen und der Kreuzfahrer widerstehen? Meine Sorge gilt den Bewohnern des Heiligen Landes. Wenn ich mich opfern muss, um Frieden zu stiften, dann soll es geschehen. Wir befinden uns hier in einer sehr seltsamen Lage. Jeder geil. Beschuldigt den anderen. Ja, Duell. Wir haben keine Zeit für so etwas. Ich muss Saladin treffen und uns seiner Hilfe versichern. Je länger wir zögern, desto schwerer wird es. Wartet, Robert. Warum? Was habt ihr vor? Sicher wollt ihr das nicht glauben. Eine Come at me, Bro! Die ich nicht alleine treffen kann. Ich muss sie jemand Weiserem überlassen. Danke. Nein, Robert, nicht euch. Wem sonst? Gott. Dem Herrn. Ha! Gewusst. Es soll durch einen Zweikampf entschieden werden. Nice. Gott steht sicher auf der Seite dessen, der die Wahrheit spricht. Geil. Wenn das euer Wunsch ist... Das ist es. So sei es. Zit blank, Assassin. Was? Ich soll nackt machen? Vergiss es. Was? Wieso? Ich denke Duell! Wieso kämpfe ich denn gegen die? So ein Quatsch! Shit. Ey, komm! Diesmal war das Timing perfekt. Was ist mit mir, du Narr? Kannst nichts gegen!
Jeder, der will, der kann auch bekommen. Ja. Ja, als ob, das war perfektes Timing. Oh, wie viel hält er denn aus? Ach, komm! Oh, shit. Okay, Konzentration. Mm, nein! Bin die Rache Gottes. Nice. Geiles Ding. Als ob. Nein. Seit wann waren eigentlich so viele Franzosen unter den Kreuzrittern? Ich kenne mich zwar in bei dieser Geschichte nicht so gut aus. Aber Franzosen? Sie sind doch die Ersten, die weiße Flagge hissen. Oh, fuck. Sollst du mit dem Finger auf ihn zeigen? Sollst du ihn hauen? So mit deinem Schwert. Oh. Was? Wie hat er das denn überlebt? Ja, es war fertig. Ich bin kein Spielball hier. Oh, oh. Lol. Das war nice. Oh, Mann. Mit so wenig HP muss ich dann wahrscheinlich den Big Boss fighten. Ja, geil. Ja! Ey, das ist so billig. Ganz ehrlich, er macht mich out of combat. Und dann kommt der Typ, ich mach mich... Ja! Wieso? Was ist das denn? Ich schlag ihn zu Boden und kann ihn nicht schlagen. Was ist... Ja, er ist nicht viel größer und stärker als ich, aber das geht trotzdem. Wie oft denn noch? Nein. Na, endlich. Es ist vollbracht. Eure Pläne, wie auch ihr selbst, aufgehalten. Ihr wisst nichts von den Plänen. Ihr seid eine Marionette. Er betrog euch, mein Junge, so wie er mich betrog. Drückt euch klar aus, oder gar nicht. 9 Männer solltet ihr töten, ja? Die 9, die das Geheimnis des Schatzes kannten. Und weiter? Es waren nicht 9, die den Schatz fanden, Assassine. Nicht 9. 10. Ein 10. Niemand darf das Geheimnis kennen und leben. Gib mir den Namen. Oh, ihr kennt ihn gut. Und ich bezweifle, dass ihr sein Leben so willig beenden würdet. Al-Mualim. Wer? Es ist euer Meister, Al-Mualim. Aber er ist kein Templer. Habt ihr euch nie gefragt, woher er so viel weiß? Wie viele wir waren? Wo wir sind? Wonach wir trachteten? Er ist der Meister. Oui, Meister der Lügen. Wir sind nur 2 weitere Bauern in seinem Spiel. Und nach meinem Tod bleibt nur ihr. Ob ihr wohl überlebt, bei allem, was ihr wisst? Mich interessiert der Schatz nicht. Ah, aber ihn schon. Der einzige Unterschied zwischen ihm und mir ist, dass er nicht teilen will. Nein. Ironisch, oder? Dass ironisch. Ich, euer größter Feind, euch vor Schaden bewachte. Und nun nehmt ihr mein Leben und beendet damit
zugleich das eure. Halt bloß die Fresse mit deinem Scheißakzent. Mann. Ja, noch mehr kämpfen. Gut gekämpft, Assassine. Es scheint, Gott stand heute auf eurer Seite. Gott hatte damit nichts zu tun. Ich war der bessere Kämpfer. Vielleicht glaubt ihr nicht an ihn, aber er glaubt an euch. Bevor ihr geht, habe ich eine Frage. Dann stellt sie. Warum? Warum reist ihr so weit? Riskiert euer Leben wohl 1000 Mal, um einen einzelnen Mann zu töten? Er bedrohte meine Brüder und das, wofür wir stehen. Vergeltung also? Nein, nicht Vergeltung. Gerechtigkeit, um dem Frieden den Weg zu bereiten. Dafür kämpft ihr. Frieden? Seht ihr nicht den Widerspruch? Mit einigen Männern kann man eben nicht reden. Wie mit diesem tollen Hund Salad. Mich dünkt, er würde ebenso gerne diesen Krieg beenden wie ihr. Das hörte ich. Aber ich sehe es nicht. Auch wenn er es nicht sagt, es ist Volkes Wille. Sarazener wie Kreuzfahrer. Das Volk weiß nicht, was es will. Deshalb wendet es sich an Männer wie uns. Dann liegt es an Männern wie euch, das Rechte zu tun. Unsinn. Von Geburt an schreien und treten wir. Gewaltsam und unberechenbar. So sind wir halt. Und können es nicht ändern. Nein, wir sind, was wir zu sein wählen. Euresgleichen. Immer spielt ihr mit Worten. Ich spreche die Wahrheit. Es steckt keine Finte dahinter. Das werden wir bald sehen. Doch ich fürchte, euer Wunsch wird sich heute nicht erfüllen. In diesem Moment streckt dieser Heide Saladin meine Männer nieder und ich muss ihnen beistehen. Aber wenn er erkennt, wie verletzlich er ist, überdenkt er seine Taten vielleicht. Ja, vielleicht ist bald möglich, wonach ihr euch sehnt. Ihr wart nicht sicherer als er. Vergesst nicht. Die Männer, die an eurer Stadt regierten, sie hätten euch nicht länger gedient als unbedingt erforderlich. Ja. Dessen bin ich mir bewusst. Dann verlasse ich euch jetzt. Mein Meister und ich haben viel zu bereden. Es scheint, auch er ist nicht ohne Fehl. Er ist ein Mensch. Genau wie wir alle. Genau wie ihr. Friede sei mit euch alle Zeit. Oh Mann, ey. Krass. Wir haben den Franzmann besiegt. Und was Schreckliches heraus. Ich sag dir aufstehen, verdammt. Halt die Fresse! Hallo! Oh nein. Lord. Anscheinend haben uns ihre Assassinenfreunde gefunden. Was? Wie haben sie das gemacht? Moment, ich weiß nicht, wovon sie reden, aber was immer da unten vorgeht, es hat nichts mit mir zu tun. Sie sind wegen ihnen hier. Und ich habe sie sicher nicht eingeladen. Wie ist die Lage da unten? Stehen unter schwerem Beschuss. Kommt ihr damit klar? Oder muss ich den Gefangenen evakuieren? Sind noch 5 oder 6. Wir sind in der Überzahl. Ein paar Verwundete, aber wir kommen klar. Wir kriegen das. Bis jetzt war der Gegner immer in der Überzahl. Und ich habe gewonnen. Nochmal, Desmond. Konnten Sie das nicht lassen? Ich sagte doch, ich habe damit nichts zu tun. Wie hätte ich Kontakt aufnehmen sollen? Telepathie? Kommen Sie! Ist auch egal. Sie werden bald tot sein. Hier, hören Sie zu. Drohung ausgeschaltet. Sieht aus, als würde die Kavallerie nicht kommen. Weiß nicht, Doc. Vor einer Minute sind sie noch ausgeflippt. Sind sie hier doch nicht so sicher, wie sie dachten? Meinen Sie, die kommen mit Verstärkung zurück? Das glaube ich nicht, Desmond. Was Lucy versucht, ihnen zu sagen, ist, dass es keine Assassinen mehr gibt, die zurückkommen können. Wir waren sehr erfolgreich im letzten Jahr, haben eure kleinen Enklaven ausgeräuchert, eure Wüstenkommunen und was auch immer. Ich fürchte, sie sind ganz allein. Ruhen Sie sich aus. Wir bringen das morgen zu Ende. Klar. Jetzt darf ich hier wahrscheinlich gleich in diesem futuristischen Gebäudekomplex rumhüpfen. Oder wie sehe ich das? What the fuck? Der nächste Morgen. Noch früher als sonst, Doc. Ich würde das gerne so schnell wie möglich hinter mich bringen.
Wenn Sie es sagen. Seien Sie nicht so niedergeschlagen, Mr. Miles. Heute ist ein historischer Tag, an den man sich noch lange erinnern wird. Einige von uns, zumindest. Ja, ja, bla bla. Nun lass mich doch gehen. Hier die geilen Jeans im Vintage-Look, Alter. Yeah. Oha. Ob meine Festplatte genügend Platz hat, das jetzt noch mit drauf zu kriegen? Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu Ich hoffe mal. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen. Was ist geschehen? Wo sind alle hin? Den Meister zu sehen. Waren es Templer? Haben sie angegriffen? Sie folgen dem Weg. Welchem Weg? Wovon redet ihr? Dem Weg zum Licht. Sprecht klar. Es gibt nur, was der Meister uns zeigt. Das ist die Wahrheit. Ihr seid von Sinnen. Auch ihr werdet dem Weg folgen, ohne...